Wenn man an die Schweiz denkt, dann denkt man, glaube ich, einfach an Käse und Schokolade und Uhren. Und dann ist es halt so Tradition, wenn man in die Schweiz geht als Tourist, dann muss man ein Fondue essen. Für Touristen, oder, das ist ein Highlight. Oder? Die wollen unbedingt mal ein Fondue probieren. Und ich sage es immer, man kann es auch sehr, sehr gut auf und im Sommer essen. Oder? Mein Name ist Desi Bloch, ich bin Resident-Managerin im Hotel Adler in Zürich. Hallo, mein Name ist Kuti Matashi. Ich bin Küchenchef hier seit 1994. Das Hotel Adler hat eine alte Geschichte, geht zurück bis zum 11. Jahrhundert. Hier im Haus hat der Rudolf Koller gelebt, das ist der bekannteste Tier- und Landschaftsmaler von der Schweiz. Und was wir natürlich sehr bekannt sind, ist für unser Schweizer Restaurant, das Swiss Küche. Das kennt eigentlich jeder, der im Niederdorf vorbeiläuft, weil man da im Sommer und Winter Fondue essen kann. Wir servieren durchschnittlich am Tag 250 Portionen Fondue. Im Jahr verkaufen wir um die 15 Tonnen Käse und 9 Tonnen Härte. Fondue ist eine typische Schweizer Spezialität. Also früher die Bauern in den Bergen, wenn die Käsereste hatten, haben die das zusammengetan und dann erhitzt. Und so entstand eigentlich dann das Fondue. Und eben bei uns im Juli und im August sind wirklich die stärksten Monate, oder? Mit Fondue und Raclette. Also jetzt, letzten August haben wir um die 1,5 Tonnen verkauft. Es ist schon sehr lustig, Leute zu sehen, eben auf der Terrasse im Sommer. Als ich hier angefangen zu arbeiten, habe ich das sehr komisch gefunden. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass man eigentlich das warme, heiße Fondue bei warmen Temperaturen fast besser verträgt, als wenn es draußen so kalt ist, weil es ist dann nicht so schwer. Fondue essen hat etwas sehr Gemütliches, oder? Das Zusammensitzen und ja, mit ein bisschen Schnaps und Wein ist es eine tolle Sache. Es sind 4 verschiedene Käse drin, dann hat es Wein und verschiedene Gewürze. Und ich finde es auch heutzutage nach 25 Jahren sehr lecker.